Ich bin hier in Medjugorje vor der Kirche St. Jakob, ne? Heiliger Jakob. Und bin mit, wie heißt du? Bruder Clemens Brecher. Ja. Woher kommst du? Aus Österreich. Aus Österreich. Erste Mal hier oder wie oft bist du hier? 2006 das erste Mal hier, also mittlerweile seit, kann man rechnen, 23 minus 6 ist 17. 17 Jahre. 17 Jahre und du also kommst jedes Jahr? Alle Jahre, zwei, dreimal, je nachdem. So ungefähr, ja. Genau. Hast du deine Berufung hier erfunden? Ja, das war eben 2006 im Oktober am österreichischen Nationalfeiertag. Das war eine, ja, ein, wie sage ich das, ein letztes Schupfen eigentlich auf dem Weg der Berufung, ja. Ich wusste schon viel und da, das war die, der letzte Impuls und dann wusste ich und jetzt ist es soweit, ja, genau. Also, soweit Bruder zu werden oder heißt es auch Priester im Laufe der Also ich bin Laienbruder damals, hat mich sehr angezogen, einfach das Ordensleben, keine Berufung zum Priestertum oder zu einem zölibatären Leben schon, aber zu einem geweihten Leben. Mhm. Und da, ich bin ständiger Diakon, das kam dann später dazu, aber es war die originäre Berufung zum Ordensleben, das war eine große Sehnsucht, ein großer Wunsch, ja. Das wäre auch die Frage, weißt du, viele Leute haben hier in Medjugorje, die ich kennengelernt habe, sind auf der Suche nach ihrer Berufung. Was würdest du denen für einen Ratschlag geben? Kann klar sein, du hast die Berufung gefunden, den Weg beschritten. Also bei mir war es eine Mischung aus dem, was ich mir gewünscht habe und dem, was ich nicht hatte. Also es ist immer so ein, was suche ich? Wenn du alles hast, suchst du nichts und wenn dir etwas abgeht, dann suchst du und irgendwie dieses Zulassen, okay, ich bin in Need oder ich brauche etwas, ja, quasi. Und das dann einmal zulassen, wenn du das immer wegschiebst und sagst, na, alles gut, Fassade und so, dann kommst du nicht einmal zu dem, was du selbst wünschst oder was dir selbst abgeht, ja. Und das mal zulassen, okay, ich bin in diesem Bereich arm und ich brauche Hilfe, ja. Und also das ist schon einmal ein erster Schritt und dann habe ich einfach immer mehr und mehr gefunden. Das war eigentlich ein Gebetskreis in meiner Heimatstadt, also ein Jugendgebetskreis. Und dort habe ich sehr viel empfangen. Ja, das war irgendwie eine Gebetsgemeinschaft, die auch eine Freundschaftsgemeinschaft war. Und das hatte ich vorher nicht gekannt. Und das war großartig, ja, sensationell. Unter Gleichaltrigen und ja, noch dazu war es cool. Und also, ja. Ja, es war wunderschön und das wurde immer mehr dann, ja. Also ich habe mich dann... Ja, genau, ja. Es war dann schon, okay, mich zieht das Ordensleben an. Ich habe dann von der Schwester Faustina das Tagebuch gelesen mit großer Freude, weil da einfach sie eine Ordensfrau war. Was macht man da und so? Und es war dann immer wieder so Impulse. Also gut, so viele Orden gibt es, wo gehst denn hin? Und das war für mich, also... Ich habe nie studiert und ich wollte eigentlich auch nicht studieren. Ich wusste dann, ein großartig intellektueller Orden ist es für mich nicht. Ja, das ist nicht meins. Und ja, also es hat sich dann irgendwie, nicht, dass die Franziskaner nicht so schlau wären oder so, aber es ist nicht ihr Hauptcharisma zu studieren, so wie jetzt Jesuiten oder wie Benediktiner und deshalb was dann, oder Dominikaner, genau. Also, das war für mich dann und es war dann immer mehr, Türen sind da aufgegangen in die Richtung, das war dann, ja. Wunderschön. Das macht auch Gott dann, ne? Die Türen gehen irgendwie automatisch schon, aber dann wird die Tür dahin. Genau, also ich wundere mich, weil unsere Gemeinschaft ist ja hier von Medjugorje entstanden und ich bin so ein bisschen chaotisch, alle, die mich kennen, wissen das und phlegmatisch und ich habe es erst lange Monate nachher gekneist, wo ich da eigentlich gelandet bin, dass das die Berufung hier im Oktober 2006 und dann eben der Eintritt zu Silvester 2007, also 2006, 2007, drei Monate später, dass das eigentlich das Gleiche war hier und dann in dieser Gemeinschaft, die eben hier entstanden war. Ja? Also mich hat es geschaudert nachträglich, aber ich habe dann gemerkt, okay, da war schon ein Plan dahinter, ja, das war wunderbar, ja. Schön. Und ja, man sagt, weißt du, ich habe im jüdischen Rabbiner gelernt, oder wie sagt... Moses fragt Gott, er möchte das Gesicht von ihm sehen auf dem Berg. Ne? Und dann sagt Gott, du kannst meinen Nacken sehen. In der jüdischen Theologie heißt es, wenn du zurückschaust im Leben, kannst du Gottes Gesicht sehen in deinem Leben.
Ja. Das heißt ja, wenn du sagst, du weißt, du hast dann gesehen, dich hat es geschaudert, was da eigentlich war, ne? Dass das alles gefügt war in der Christenheit. Ja, und vor allem, Gott schenkt dir, wenn du so eine Berufung hast, zu was auch immer, er schenkt dir, also mir hat er dann so den Frieden geschenkt, weil ich habe alles Mögliche gesucht, ja. Aber vielleicht nicht unbedingt das. Mhm. Und in dem Moment, wo er es mir dann klar gemacht hat, hatte ich dann so einen Frieden. Ich weiß noch, die Kämpfe, die ich zuvor hatte, sind da, also für den Moment da weggefallen. Es war so eine Ruhe, ein Frieden. Natürlich ist das jetzt nicht ständig die nächsten Jahre so gegangen, aber es ist so ein Beweis, dass wenn dich das glücklich macht, das ist wunderbar. Ja, also da ist das ist herrlich, ja. Ja, herrlich, oder? Genau. Ja. Herrlich ist in Deutsch das richtige Wort. Ja. Und jetzt hast du die Möglichkeit, die Promotion für den katholischen Glauben zu machen. Was ist für dich die Schönheit des katholischen Glaubens? Also, ja gut, katholisch heißt allumfassend. Also ich habe den katholischen Glauben in meiner Kindheit und auch von meinen Eltern, von Freunden entdeckt. Und also ich habe den katholischen Glauben einerseits als sehr richtungsweisend, konservativ erlebt und ich habe aber auch in meiner Entwicklung gesehen, dass er irrsinnig Freiheit bringt, ja, dass er also nicht Regeln schafft, die man peinlichst genau befolgen muss, je konservativer, umso peinlicher und dann macht man es richtig, sondern dass es manchmal fast auch das Gegenteil ist, dass Gott dann sagt, okay, und jetzt ehrst du mich mal, indem du in der Kapelle einfach mal schläfst, weil du total müde bist. Und da denke ich mir dann, wow, so wie die Therese von Avila mit dem Gedicht über die Töpfe und Pfannen, Herr der Töpfe und Pfannen, kann ich dir meine Müdigkeit anstatt des Abendgebetes anbieten, so irgendwie, und Gott nimmt das wirklich an. Also ich habe da einmal wunderbar in der Kapelle schlafen können und habe gesagt, Gott, bitte nimm das jetzt als mein Abendgebet, und die Freude hinterher hat dann wirklich das mir bestätigt, das war jetzt mein Abendgebet und Gott war genauso zufrieden mit mir. Ganz sicher, ja. Ganz sicher. Und dieses Zeichen der Freude, oder? Ja, schon, ja. Dass es auch von Gott ist, dass es... Dass, ja, ja. Er schenkt immer wieder so Lichtblitze, ja, das ist manchmal mehr bedeckt und dann wieder herrlich. Und das ist ja auch, weil, also was ist das Katholische? Auch diese Freiheit, wir haben in unserer Pfarre auch mit anderen Konfessionen zu tun. Mhm. Und das ist wunderbar, auch in dieser Freiheit jetzt nicht sich werben zu lassen oder andere zu werben, sondern in seinem Glauben feststehen und dann zu schauen, okay, was machen denn die anderen, was gibt es denn da? Und zu sehen, so wie auch im Zweiten Vatikanum, Gott wirkt auch in anderen Kirchen, und das zu entdecken, okay, was haben denn die Teilen, die jetzt bei mir jetzt nicht so ausgebildet sind, was kann ich denn dann nehmen? Ja, und da entsteht irrsinnig schöne Gemeinschaft, das ist wunderbar, ja. Das ist toll. Das ist herrlich, ja. Und weißt du, hier in Medjugorje, das Zentrum, sag mal, es ist der Beichtstuhl der Welt. Kannst du Leuten erzählen, weißt du, du bist jung, da gibt es junge Leute, die das Video sehen und die haben Angst, sagen, wow, das berührt mich alles, ich würde jetzt gerne mal wieder beichten gehen. Aber was sagt der Priester, ich war so lange nicht beichten, was ich alles gemacht habe. Was würdest du denn sagen? Also meine ersten zwei wichtigsten Ereignisse, die waren die Erstbeichte vor der Erstkommunion mit 8 Jahren und dann mit 17, als ich eigentlich ein bisschen abgedriftet war, bin ich ja zu einem Jugendtreffen gekommen und dort war eben auch die Beichte wieder ein Neuanschluss. Ja. Also das war ein spürbares Erlebnis, dass Gott mich liebt. Also ich war damals wie verliebt in ein Mädchen, so kannte ich es halt vom Gefühl her, aber ich wusste, das ist jetzt verliebt in Gott und nicht, also das war nach einer Beichte. Mhm. Und also Beichte ist was Großartiges und ich meine, man hat schon Sünden, die man nicht so gern nennt und man kämpft dann damit, ja, und also das ist gut, das zu sagen, weil es wird weniger, also man denkt, es wird niemals weniger, aber die Beichte schafft das, indem man es einfach bekennt. Da ist jetzt nichts Magisches dabei, gut, Gott gibt seinen Segen, aber indem ich einfach in mich gehe und sage, okay, das liegt im Argen, das gebe ich jetzt Gott, ich habe keine Ahnung, wie er das ändern soll,
ich kann es mir nicht vorstellen, aber ich traue es ihm zu, dass er das macht. Und das wird anders. Also da möchte ich wirklich großen Mut machen, einfach zur Beichte zu gehen und die Blamage auf dich zu nehmen. Das kann blamabel sein am Anfang, aber in Wirklichkeit ist es überhaupt nicht, weil nicht, oder? Die Priester sagen ständig, sie haben noch nie was gehört, was sie noch nicht gehört haben. Also es gibt nichts, was sie nicht schon gehört hatten. Also ja. Und ich habe gestern wieder so eine tolle Beichte erlebt. Also es gibt Beichtväter auf Englisch, weil es war kein deutscher Priester da. Ich war echt erstaunt, mit welcher Liebe. Also da wartet Jesus auf dich schon so lang und dann schickt er dich zu so einem Priester und du spürst, okay, das ist jetzt wirklich väterliche, nimmt dich in die Arme, das ist großartig, ja, das ist herrlich. Also nur Mut, einfach zur Beichte zu gehen. Es ist eine Überwindung, aber es zahlt sich aus, ja. Und weißt du, viele Leute sagen, irgendwie, oder habe ich das Gefühl, denken, Gott der Vater ist ein alter Mann mit einem weißen Bart, der nur wartet, dass wir einen Fehler machen, dass er uns in die Hölle schicken kann. Aber der ist überhaupt nicht so. Wie ist Gott der Vater? Kannst du das beschreiben? Ich glaube, dass viele Heilige manns Sensationelles gesagt haben, dass manns traditionellen katholischen Bild, Gottesbild, scheinbar widerspricht. Ja. Wo manche Heiligen sowas Revolutionäres gesagt haben. Also wie sehr auch wir Katholiken Gott oft nicht gut erkennen, ja, wo sich Gott vielleicht am Kopf greifen würde und sagt, okay, was hast du für ein Bild von mir? Ja. Also nicht in einem Sinn von, ja, er nimmt dir alles und es ist ja wurscht, sondern ich glaube, wir tun uns oft schwer, Gottes Barmherzigkeit so richtig zu verstehen. Ja? Ich glaube, die ist so umfassend, wenn man die in einem Moment verstehen würde, ich glaube, man würde alle Sünde sofort fallen lassen, ja? Also, fallen lassen können, ja? Weil man so überwältigt ist. Ja? Also, wie Gott Vater ist, so. So wie du es beschreibst. Weiß ich gar nicht. Da braucht man nichts hinzu. Das ist klasse, das ist wunderschön. Also wirklich schön beschrieben. Und kannst du beschreiben, was Jesus in deinem Leben für dich gemacht hat? Was er dir geschenkt hat? Oder? Also das Wichtigste ist sicher von diesem im Jugendalter, diese Selbstkritik, dieses nicht annehmen können, sein wollen wie andere. Also vielleicht geht es manchen auch nicht so, aber oder manche sind selbstbewusster oder sicherer. Mhm. Aber irgendwie so einen Kern hat man da schon. Ja, sonst würde man ja viele Sachen nicht machen. Ja. Mhm. Das war bei mir schon ein großes Thema. Und das zu erleben, okay, Gott liebt mich und das ist jetzt kein Trostpflasterl oder so. Ja gut, das sage ich mir jetzt vor, damit es mir besser geht. Sondern dann zu erfahren, okay, aber es ist wirklich so. Und dann fällt vieles weg von dem Unnützen, was man macht, oder auch das völlig Fruchtlose, ja, wem nachzurennen, einer Kultur nachzurennen, da kommt dann eine Freiheit und dann, wenn man wieder einmal im Keller sitzt oder ein Loch hat, dann sagt man, okay, jetzt bitte wieder ein bisschen raus. Mehr von dir, ja genau. Also, Und ich sehe, du hast eine persönliche Beziehung, das kann man sehen, zu Gott. Wie willst du Leuten, ich war zum Beispiel in Israel, komme aus einer Synagoge, da war ein jüdischer junger Mann, der meinte, sag mal, habt ihr eine persönliche Beziehung zu Gott? Du hast es, wie kann man das beschreiben? Wie kann man das erfahren? Wie kann man das bekommen? Also, es war mal, mir fällt eine Lebensübergabe bei einem Seminar, so vom Bild her, okay, du sitzt in deinem Auto am Steuer, also jetzt nicht physisch vorstellen, nicht beim Autofahren dann nach hinten setzen und das Auto selbst fahren lassen, aber im übertragenen geistlichen Sinn quasi Gott dein Steuer anbieten. Ja? Also okay, fahr du jetzt mal, wohin würdest du denn fahren? Und er fährt schon dorthin, wo es gut ist. Auch mit, also nicht er fährt Umwege, sondern du gehst dann manche Umwege, weil du nimmst manches wieder zurück. Ja. Ich habe dir mein Leben angeboten und schon viele Male habe ich es wieder zurückgenommen. Und jetzt gebe ich es dir erneut wieder, so ungefähr. Das ist Ibuße, jetzt Fastenzeit, immer diese Rückkehr. Und es ist ja schön, wenn er Steuer übernimmt, oder? Das ist ja, also man ist dann immer wieder überrascht, auch wenn man schon eine Zeit lang
den Weg mit ihm geht, was er dann immer wieder neu tut. Ja, das ist das Schöne, auch bei anderen Leuten zu sehen, wow, wie Gott da wirkt, das bestärkt total. Ja. Und es, ja, das eines der, ich glaube, der Sachen, die am weitreichsten, reichendsten sind, ist das Ding mit dem ewigen Leben. Ja. Es ist nicht die einzigste Sache, so quasi, okay, wenn ich glaube, habe ich ewiges Leben, sondern es ist der große Rückbezug, okay, ich brauche keine Angst vor dem Sterben haben, ich gehe ins ewige Leben. Ja. Also ich weiß nicht, wie man das ewige Leben beschreiben kann. Auf jeden Fall alles andere als Engelschor, langweiliges Halleluja singen und irgendwie halt Gott ertragen in seiner Langeweile, wie man sich es vorstellt, der Münchner im Himmel oder so. Ja, genau, so ist es nicht. Das ist pure aber, Schönheit. Aber ich denke da. Herrlichkeit. Es, und das sehnt sich ja jeder Mensch auch schon hier im Leben und man entdeckt es so selten und dann blitzt es aber doch durch. Und wenn man sich vorstellt, dass das auf ewig dann so ist, kein Leid, keine Tränen, einfach Freude bei Gott zu sein. Ja, wir werden singen. Also. Das wird spannend. Ich singe auch gern schon hier. Ja. Schön. Aber schön. Dort wird es noch besser werden. Ja. Also alle, die vielleicht nicht so musikalisch sind, dort werden sie voll begeistert singen. Wie Mozart im Endeffekt, oder? So ja, genau. Und was gefällt dir an Medjugorje am besten? Was gefällt mir an Medjugorje am besten? Also der Beginn, als ich herkam, war irgendwie so, okay, wie kann man hier leben? Wenn man aus einem westlichen Land kommt, dann ist man gewohnt, blank geputzte Fassaden, alles ist schnicke hergerichtet, dass du alles, was so ein bisschen nicht so schön ausschaut, nicht so gern hast, ja. Das habe ich als erstes entdeckt, als ich 2006 hierher gefahren bin. Auch die Plätze, die jetzt nicht so aufgeputzt sind. Und beim zweiten Mal, als ich hergefahren bin, habe ich dann den Gedanken gehabt, okay, in dieser Einfachheit, dieses Glück, dass die Leute hier leben, das ist eigentlich etwas, was wir verlernt haben, ja. Also wo unsere schönen Fassaden uns eigentlich eher hinwegtäuschen, oder das ist dann, wir arbeiten für unsere Häuser, für unsere Autos und so, und ja, das ist auch wichtig, aber hier verliert das so ein bisschen an Wert, ja, das ist das Schöne, das kann man dran lernen, das gefällt mir sehr gut, ja. Was ist dann wichtiger hier? Also, kannst du das beschreiben hier? Was wichtig ist in Medjugorje bei den Leuten? Also, ich denke, dass noch ein Familienbezug viel mehr da ist, ja, dass man eben, wenn das Haus jetzt nicht so wichtig ist, man hat mehr Zeit füreinander, ja. Man hat mehr Zeit fürs Gebet. Es ist auch noch, also man kommt hierher und man schämt sich nicht, dass man betet, sondern man betet miteinander, ja. Das ist sicher was wir verlernt haben und wofür wir uns in unserer Gesellschaft schämen und wo wir viel mehr Überwindung brauchen. Wenn wir es dann schaffen, nach dieser Überwindung wird es toll, aber die Überwindung ist sehr groß bei uns, ja. Und das ist hier nicht so, ja. Das kann man sicher lernen, ja. Man steht vor den Beichtstühlen und junge, hippe Leute stehen angestellt. Das wird bei uns niemand machen, ja. Schon allein sich dort sehen lassen, wenn dann im Dunkeln oder so. Und hier gehört es ein wenig dazu, ob es jetzt großartig reflektiert oder vielleicht einfach Tradition ist, aber das ist wunderbar, ja. Das müssen wir lernen, das dürfen wir lernen, das ist ein Schatz, ja. Und die letzte Frage, Medjugorje ist der Rosenkranz, viel auch das Rosenkranzgebet. Für dich, betest du den Rosenkranz? Ja, täglich, ja. Warum? Junger Mensch? Das ist doch für alte Omas. Ja, ich bin eh schon 44, also ja. Ich gehe schon auf ein Alter, wo man schon tendenziell mehr Rosenkranz betet. Ja. Also es bringt mich runter, ja. Also es ist ein sehr einfaches Gebet und es bringt mich runter und ich merke, ich habe auch Phasen, wo ich dann anstrengender habe, dazu zu gehen, ja. Aber es ist eine Kette, an die man sich anhalten kann, ja. Also vielleicht gibt es Vergleiche, heutzutage machen viele Yoga. Das ist ja eigentlich in dem Sinn, wo wir Yoga in unserer westlichen Kultur haben, ist es ja vielmals einfach ein Entspannen, ist es ein Körperübungen, ein Dehnungsübungen machen und gar nicht so viel Philosophie dahinter, das kommt dann später, aber
das ist eigentlich der Rosenkranz eigentlich auch, ja. Also, aber im geistlichen Sinn eben, ja. Also das ist Entspannungsübung im Geistlichen, ja. Und mit Betrachtung der Themen Jesu. Und das hat so viel mit unserem menschlichen Leben auch zu tun, ja. Der hat alles erlebt, was wir in unserem Leben auch erleben und erleiden. Und da bekommt man Hilfe, ja. Wenn man weiß, okay, Jesus lebt und ich bete in einem Anliegen zu ihm oder ich bete für einen Menschen zu ihm, das schafft auch oft total viel Trost. Amen. Amen, ja genau. Schön, genau. Oder? Ja, oder schreit auch das Kind hier. Ja, genau. Und es gibt dir Frieden und Ruhe, das Gebet, wenn du Rosenkranz betest? Ja, auf alle Fälle, ja. Also zu den monastischen Gebeten dazu, das Stundenbuch und also Stundengebete und dann den Rosenkranz dazu. Also es ist oft einfacher, den Rosenkranz zu beten, als zum Beispiel die Laudes oder die Vesper, ja. Mhm. Es ist, also aber es ist, Gebete, ne? Morgens, ja, genau. Gebet. Stundenbuch und es sind vorwiegend die Psalmen, die da gebetet werden. Aber der Rosenkranz, ich freue mich dann immer, wenn mein Mitbruder dann ein Gebet leitet und sagt, okay, wir fangen mit dem Rosenkranz an, dann okay, toll, ja, super. Schön. Jetzt kannst du auch ein bisschen Werbung machen für die Franziskaner, wo du da bist. Wenn da jemand Interesse hat, mal zu kommen. Oder? Ja, wir sind wir sind eine kleine Gemeinschaft in Österreich, Gemeinschaft Maria Königin des Friedens. Wir sind einige wenige Leute, Schwestern und Brüder. Mhm. Wir haben in der Steiermark, in der Fatima-Kapelle, ein Kloster. Mhm. Und in Wien betreuen wir eine Pfarre, Maria Lanzendorf. Mhm. Es gibt eine Homepage, www.maria-frieden.at. Mhm. Wenn ich es jetzt nicht falsch gesagt habe, dort kann man reinschauen und auch Berichte der einzelnen Brüder und Schwestern, Berufungsgeschichten und so weiter, ja. Da gibt es viel Info. Ja, super. Und ganz am Ende, was würdest du Leuten sagen, warum sie vielleicht mal nach Medjugorje kommen sollen? Warum sollen sie nach Medjugorje kommen? Naja, wenn sie noch nie da waren, dann ist schon einmal das der Grund, einmal zu schauen. Ich meine, der Himmel kommt auf Erden und ich war nicht da. Wieso? Ja, warum war ich nicht da? Ja, schön. Einfach einmal zu schauen. Ja. Ich denke, die Leute werden hier dann das erleben. Ja. Und es ist wichtig, mit einer Gruppe zu kommen. Ja. Ja. Weil es ist eine Gebetsstimmung ist was anderes, als wenn man als Tourist hierher kommt und dann vielleicht enttäuscht ist, weil man nicht in eine geistliche Gruppe aufgefangen ist. Das ist ganz wichtig, ja. Mhm. Und gute geistliche Begleitung. Ja. Ja. Irgendeine Pfarre, irgendeine Gemeinschaft, irgendeine Privatperson, die sagt, na komm mal mit. Lasst dich einladen, ja, lasst euch einladen. Wunderschön. Ganz lieben Dank für dieses schöne Interview. Gerne, danke schön.